Mich hat es schon betroffen gemacht, dass innerhalb einer Woche solch ein wichtiges Thema so auf diese Weise abgehandelt wurde und dann auch von führenden Politikern unterschiedlicher Parteien als doch Weg, um eine bestimmte Richtung, bestimmte Parteien in Bedrängnis zu bringen, artikuliert wird. Also die Ehe so und diese tiefe Thematik und das Grundgesetz so einzusetzen, dass man es braucht, um etwas anderes wahltaktisch, wahlkampfpolitisch zu brauchen und dann in einem solchen Tempo hinzubekommen, das hat die Ehe nicht verdient. Das hat die Ehe wirklich nicht verdient. Ich bin aber nicht der Meinung, dass die Diskussion nicht lange genug gegangen ist. Wir haben viele Gespräche geführt, seit Jahren, immer wieder, auch mit Betroffenen, mit vielen Betroffenen. Ich habe diese geführt. Nur der Abschluss war jetzt also wirklich meines Erachtens der Sache und dem Menschen nicht angemessen. Unabhängig davon, unser katholisches Eheverständnis, Mann und Frau, lebenslang auf Dauer, offen für Kinder, ist sicherlich nicht das Eheverständnis der meisten Menschen unserer Gesellschaft. Wir werden aber alles tun, das zu profilieren, das auch in die Diskussion hineinzubringen und natürlich auch in unseren eigenen Reihen zu verstärken, warum wir an diesem sakramentalen, kirchlichen, katholischen Eheverständnis jetzt festhalten und glauben, dass es Lebenskraft und Vitalität stark ist. Dass es in letzter Anmerkung um eine tatsächliche Verschiebung der Inhalte ging, ist mir schon deutlich geworden in vielen Diskussionen, die ich in den letzten Jahren geführt hatte. Damals habe ich sie geführt mit Menschen, die vehement gegen die Ehe, die lebensfeindliche Institution Ehe als Auslaufmodell dafür gekämpft haben, gegen diese Eheinstitution als lebensfeindliche, und die nun plötzlich, also das ist schon zu glühendsten Verfechtern der Ehe für alle werden. Das ist ja nur erklärlich, weil schlicht und ergreifend die Inhalte sich verändert haben. Unsere Frage zielt darauf hinaus, wie sieht es mit den Theologen aus, die nachher diese Ehe für alle selber nutzen? Geschieht das gleiche wie in Köln mit David Berger? Für uns gibt es diese Ehe, kirchlich sakramental gibt es diese Ehe für alle nicht. Für uns ist die Ehe ganz klar Mann und Frau, die ein Leben lang zusammenbleiben und die offen sind für die Weitergabe des Lebens des Kinder, die direkten Eltern sind. Das ist bei denen nicht lebbar, insofern ist es das Ehe für uns im kirchlichen Bereich so nicht lebbar. Werden Theologen dann entlassen, die bei der katholischen Kirche tätig sind? Sie wissen, dass wir das differenziert jetzt mal im Arbeitsrecht angehen werden und ansehen werden. Nochmal, wir werden aber erstmal nochmal den Standpunkt verklären müssen, und ich glaube, wenn dies zu einem antikirchlichen und antikirchlichen Zeichen wird, eine Demonstration, dann ist natürlich für Mitarbeiter schwierig. Aber ich habe wohlgemut, dass wir an diesen Fragen, wie auch in anderen Fragen, sehr wohl den Einzelfall beachten. Und die Differenziertheit, die wir gerade mit Amoris Laetitia eingegangen, differenzieren, begleiten, warum soll die nicht auf dieses Feld übertragen werden? Aber an der grundsätzlichen Position, an der Klarheit unserer Position ändert das natürlich nichts.